Das heißt aber, wir können wieder Bäume fällen. Aber wir haben jetzt wieder Platz hier drin. Im Innenhof. Ja, die fällen jetzt hier ordentlich Bäume. Währenddessen erreichen unsere Mauern mal 4 Blöcke Höhe. Was ich brauche, ist in der Tasche eines anderen, wahrscheinlich hier auf dem Rücken. Habe ich dir nicht gerade gesagt, du sollst da abbauen? Ja, noch liegt hier genug Holz rum. Es steht sogar noch eine Tanne in der Gegend rum, die dann irgendwann gefällt werden möchte, wenn man rankommt. Und hier die Mauern nehmen Form an. Und wenn ich so sehe, würde ich das ja einfach mal so zwischendrin im Block platzieren, anstatt sie nacheinander zu platzieren.
Aber ja, so ist das halt mit den Brick-Trons. Na, der Steinbruch gibt auch bald nicht mehr viel her. So, sag du mal das ein und mach dich damit auf den Heimweg. Na, es kommt langsam wieder Holz rein und es liegt auch hier noch mehr als genug Holz rum. Da fehlt jetzt auch nur noch ein Stein. Die Mauer ist fertig. Hier fehlen noch ein paar Steine. Hier fehlt noch ein Stein. Ja. Na gut, sind wir schon mal so frei und setzen die nächste Etappe. An Steinen. Jo. So, dann noch die hier. Dann, ach so, mit Shift, ja. Kopieren wir das Ganze. Kopieren es nochmal. Kopieren es einfach so. Und verschieben das.
Nach hier. So, so kriegen wir mal alles auf eine schöne, geschmeidige Höhe. Richtig froh bin ich, wenn wir alles auf der Höhe haben, wie die Plattform hier. Hier fehlen noch ein paar Querverbindungen und dort, hier sind alle bereits vorhanden. Das heißt, eigentlich kann ich hier mal fertig planen. Das Kreuz geht so. Dann geht das so. Und so. Sieht dann zwar nicht mehr ganz so konform aus wie hier drüben, aber es sieht besser aus, finde ich. Oh, da habe ich eins übersehen. Gut. Dann machen sie erstmal die Seite fertig. Und wenn dann die Seite fertig ist, dann kommt die Seite. Ganz einfach. Oh, er ist schon mit einem Stein unterwegs. Ah, er auch. Sie sind schon dabei, hier die Mauern zu mauern. Ja, und ich finde die Ecken hier, die Übergänge, die machen auch einiges her. Vor allem können so die Leute
auch hier entlang laufen. Auch wenn ich mich gerade frage, für was? Weil eigentlich sollten sie nachher durch die Türme durchlaufen. Naja, ist vielleicht auch gut. Wenn wir zwei Wege zum Laufen haben, so können sie sich nicht unbedingt in die Quere kommen. Oh ja, Steine haben wir jetzt wieder mehr als genug. Hier liegt noch mehr als genug Holz rum fürs Erste. Hier hätte ich noch Holz zum Ausbeuten. Wie gesagt, da oben ist noch Holz. Oder halt hier oben. Da oben kommen wir wahrscheinlich leichter ran als hier oben fürs Erste. Hey, die Plattform ist auch fertig jetzt. Der Turm hier hat sogar schon seine Höhe erreicht. Also die Höhe, die ich jetzt geplant habe. Die nächste Schicht dürfte ziemlich einfach werden, weil sie müssen nirgendwo mehr runterhüpfen. Sie müssen nur hochgehen an die Stelle und es platzieren. Nur für den Turm müssten sie dann runterhüpfen. Ja, ich würde aber sagen, ich mache jetzt hier schon mal einen Cut. Überspeichern wir unseren Spielstand wieder. So. So, und dann sehen wir uns gleich wieder.